Mein Name ist Klaus Klaffenböck, möchte euch wieder herzlich begrüßen, möchte euch danken, dass ihr heute wieder zuschaut und zuhört. Und das Thema heute heißt es, der Hilferuf. Der Hilferuf, ein Thema, was sicher aktuell ist für viele Menschen, besonders für die, die allein sind und mit Leben nicht mehr zurechtkommen, die mit den Kindern nicht mehr zurechtkommen, die mit der Arbeit nicht zurechtkommen, die finanziell nicht zurechtkommen, mit ihrer Krankheit, was immer es sein mag. Wir haben genug Dinge, wo wir um Hilfe rufen. Und die Frage stellt sich immer, zu wem bete ich? Wen rufe ich an um Hilfe? Nehme ich zuerst nur vom Menschen an oder verbietet mir mein Stolz, zu Gott um Hilfe zu rufen? Irgendetwas wird es immer sein. Aber die Bibel lässt uns nicht im Unklaren darüber. Und da steht im Psalm 121, das ist ein Wallfahrtslied, steht drüber: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Früher haben die Menschen irgendwas von den Bergen erwartet, aber der Psalmist sagt jetzt ganz genau, wo die Hilfe wirklich herkommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, von dem allmächtigen Gott. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen, der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten zu deiner Rechten, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet deine Seele, der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Auf die Frage von dem Psalmisten, woher kommt mir Hilfe, gibt der Heilige Geist diese Antwort. Er schläft nicht, er schlummert nicht, er behütet dich. Ist doch wunderbar, wenn wir das erfahren. Was macht ein Kranker, zu dem der Arzt sagt, sie sind austherapiert, es gibt keine Möglichkeit mehr? Was macht ein Mensch, der erfährt, dass er Krebs hat, vielleicht schon im fortgeschrittenen Stadium? Was macht ein Mensch, der verzweifelt ist, der verlassen wurde, der einsam ist, ein alter Mensch, der im Haushalt nicht mehr zurechtkommt? Er schreit um Hilfe, oft natürlich zu den Politikern oder zu irgendwelchen Institutionen. Ganz spät oft ruft man dann wirklich zu Gott. Ich weiß, von was ich spreche. Und auch früher hat mich mein Stolz immer aufgehalten, zuerst zu Gott zu gehen und alle möglichen anderen Wege erst in Erwägung zu ziehen und alle Möglichkeiten und dann im letzten Augenblick dann vielleicht doch noch ein Stoßgebet. Aber die Stoßgebete, die sind auch so eigenartig oft. Der liebe Gott wird schon helfen. Das ist keine Hilfe. Ja? Oder irgendeine Kraft wird von oben kommen. Ja, welche Kraft denn? Die Zeit heilt alle Wunden. Es wird schon besser werden. Du musst es nur, was jetzt geschehen ist, vergessen. Auch das nützt nichts. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einer Freundin von mir. Und zwar eigentlich von uns, von meiner Frau und von mir. Das ist die Frau von dem Missionar, mit dem wir in Russland unterwegs waren. Und die hat uns folgende Geschichte erzählt. Wir waren ja einmal in Tschetschenien und es war damals schon eine sehr schwierige Zeit. Die Scharia wurde schon eingeführt und der einzige Baptistenpfarrer, der dort noch tätig war, von einer kleinen Baptistengemeinde, dessen Kopf war dann am Marktplatz aufgepfählt. Und in dieser Zeit, wie das wirklich schon sehr kritisch war, hat die kleine christliche Gruppe, die da drinnen war, um Hilfe gerufen. Sie haben keine Lebensmittel mehr, sie haben kein Geld mehr. Man muss auch dazu sagen, diese kleine christliche Gruppe, das waren Behinderte, das waren Blinde sogar dabei.
Es waren Leute dabei, die krank waren, Leute, die keine Chance gehabt haben, irgendwo auszuwandern oder hinzuwandern. Es waren Menschen dabei, die sehr alt schon waren auch. Und wir haben ja diese Gruppe kennengelernt. Und ich muss sagen, es hat mir das Herz fast umgedreht, wenn ich gesehen habe, was da für Menschen dabei waren und wie verzweifelt die waren und trotzdem wie gläubig sie waren. Aber auf jeden Fall haben sie um Hilfe gerufen und meine Bekannte, die Ludmilla, ist mit ihrer Sekretärin mit zwei Koffer voll Lebensmittel und Geld, was sie halt aufbringen haben können, nach Grosny, nach Tschetschenien gefahren. Und sie haben die Sachen dort abgeliefert, die haben sich mords gefreut und sie sind beisammen gesessen und haben miteinander gesprochen und gebetet und gesungen. Plötzlich geht die Tür auf, kommt eine Frau herein, die sich schon einmal sehr ungut gezeigt hat, ich sage es einmal so. Und sie hat die Ludmilla sitzen gesehen und hat gesagt, dich, auf dich haben wir gewartet. Und ich bin jetzt weg und du wirst sofort verhaftet werden oder so ähnlich. Oder gefangen werden. Auf jeden Fall haben dann die Geschwister dort gesagt, sie muss sofort abhauen, so schnell als möglich. Und sie hat dann, sie und die Sveta, heißt es, das Mädchen, was mit war, haben dann sofort ihre Sachen wieder gepackt und sind zum Bahnhof und sind aber nicht in einen Zug gestiegen, das wäre zu gefährlich gewesen, der jetzt direkt nach Mineral Vodou, heißt dieser nächste, die nächste Stadt, da fährt man einen Tag und eine Nacht ungefähr, weil sie gewusst haben, dass sie da unterwegs wahrscheinlich dann irgendwo abgefangen worden wären, sondern sind in die Gegenrichtung gefahren und sind in den Nachbarstaat gefahren, nach Ingushetien und dort nach Nasran. Auf dem Bahnhof sind sie dann gelandet. Dadurch haben sie wahrscheinlich die Verfolger verwirrt, weil die Gefahr war schon sehr groß. Wie sie es dann später erfahren haben, hat man sie dann wirklich permanent gesucht. Und das waren aber nicht jetzt die Polizei dort, sondern das waren eben Männer mit grünen Stirnband und langen schwarzen Bärten. Ja, und auf dieser Fahrt hin haben sie gedacht, wie geht es jetzt weiter? Und haben wirklich gebetet die ganze Zeit und haben dann wirklich in Nasran, gibt es dann eine Verbindung, wieder eine Zugsverbindung, die irgendwie über Umwege dann nach Moskau führt. Und sind dort in ein Hotel hinein und bis ins Hotel hineinkommen, sehen sie dann plötzlich, wie sie das Zimmer schon gemietet haben, dass das Hotel voll ist von langbärtigen Männern mit grünen Stirnbändern, also wirklich irgendwelche muslimischen Truppen, die da wieder waren. Und sie sind in ihr Zimmer hinein, um dann mit Erschrecken festzustellen, dass man weder die Türe zusperren konnte, noch dass die Türe dicht war, sondern das war aus Brettern einfach und da waren lauter Spalten dazwischen. Und beim Hinaufgehen sind schon einige Männer hinter ihnen nach und sie haben dann durch die Türe hindurch, haben sie dann die Augen der Männer gesehen, die dann schon sie beobachtet haben. Ludmilla und Sveta haben natürlich gewusst, wenn die reinkommen, das wird fürchterlich. Sie haben dann zum Beten begonnen, laut zum Beten begonnen. Eine Stunde und noch länger. Nicht aufgehört zu beten, sind beim Bett gekniet und haben gebetet, haben Gott um Hilfe angerufen, zuerst auf Russisch und dann in fremden Sprachen. Das ist die fremde Sprache, die man bekommen kann, das ist eine Gabe Gottes. Und haben in fremden Sprachen weiter gebetet, weil sie gar nicht mehr gewusst haben, in welcher Weise sie selber beten können. Also Gott ist, der Heilige Geist ist für sie eingetreten. Und auf einmal hören sie draußen eine Bewegung und eine herrische Stimme verjagt die Männer dort und sagt ganz laut, rührt mir diese Frauen nicht an, das sind heilige Frauen. Und Sveta waren ganz überrascht, haben weitergebetet aber. Und dann haben sie gehört, wie der Mann einen Sessel vor die Tür gestellt hat, das muss ein mächtiger Krieger gewesen sein,
einen Sessel vor die Tür gestellt hat und sich dort zur Wache hingesetzt hat. Sie haben lange nicht einschlafen können. Der Mann ist immer noch draußen gesessen. Sie haben das gehört an verschiedenen Geräuschen. Und dann sind sie doch eingeschlafen. Wie sie dann aufgewacht sind, war der weg und das ganze Hotel war leer. Die ganze Truppe ist offensichtlich abgezogen. Ludmilla hat gesagt, sie hat noch nie in ihrem Leben, sie hat oft schon ganze prekäre Situationen gehabt, aber so eine prekäre Situation hat sie noch nie gehabt. Und sie hat richtig das Handeln Gottes bemerkt, dass dieser Mann gesandt worden ist, ob das jetzt ein Engel war oder wirklich nur ein Kämpfer, der erkannt hat, dass das heilige Frauen sind. Wahrscheinlich hat er geglaubt, muslimische Frauen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er sie beschützt und Gott hat seine Hand über sie gehalten. Sie sind dann zum Bahnhof gegangen, sind noch einmal verfolgt worden, ganz kurz, sind dann in ein Frauenklo geflüchtet. Der Mann ist hinten ins Frauenklo nach, dann haben sie laut gerufen, ein Mann im Frauenklo. Dann sind die Frauen, haben sich dann auf den gestürzt und sie sind bei der anderen Türe hinaus. Und der Zug hat schon gewartet, sind eingestiegen und sind weggefahren. Und sind dann doch noch 3-4 Tagen wohlbehalten in Moskau angekommen. Dieses Beispiel hat mir gezeigt, dass Gott in Situationen eingreifen kann, die so unmöglich ausschauen, so unvorteilhaft für uns, wenn wir in der richtigen Art und Weise zu ihm beten und zu ihm flehen und um Hilfe beten und allen Stolz aufgeben. Sie haben genau gewusst, wann die Tür jetzt aufgeht und die reinstürmen, dann haben sie keine Chance mehr. Das hat mir eines gezeigt. Im Hebräer 13,5 steht, ich will dich nicht verlassen. Gott hat diese zwei Frauen nicht verlassen. Und bei all den Gebeten und Hilferufen, die ich in meinem Leben gehabt habe, habe ich gesehen, ich bin nicht verlassen. Jesus ist da, er ist da, er hilft mir. Ich habe schon ein kleines Buch geschrieben und da könnte ich wirklich noch Bücher drüber schreiben, wo ich gemerkt habe, wo Gott einfach eingegriffen hat. Nicht nur in mein Leben, sondern das Leben von meiner Familie, von Freunden, von Bekannten. Wir dürfen einfach nicht aufgeben. Im Johannes 14,13 steht, bei denen, die mich lieben, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in seinem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ich glaube, dass ich selber nehme nicht aus, dass unsere Gebete oft vorzeitig aufhören. Dass ich oft abbreche, genügt ein Stoßgebet, ist zu wenig. Gott möchte, dass wir Beziehung mit ihm suchen, ganz bewusst Beziehung mit ihm suchen. O Herr, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Meine Sonne bist du, Tag für Tag, ich liebe dich. Du mein Stern in der Nacht, dunkelste Nacht, du hast alles für mich wieder gut gemacht. Meines Lebens Quell bist du allein, ich liebe dich. Ja, danke Herr. Ich bitte einfach für jeden Einzelnen, dass er jetzt seinen Stolz aufgibt und wirklich vollkommen in die Beziehung mit dir hineingehen möchte, ganz bewusst sagt, Herr Jesus, ich brauche dich, ich brauche dich. Nicht nachgibt, nicht aufgibt,
Danke, Herr, dass du Gebete erhörst, dass du auf unser Herz aber schaust, ob unser Herz mit dir ist oder nicht. Dass wir nicht auf unsere Sünden schauen, sondern du hast unsere Sünden am Kreuz getragen, Herr. Dass wir dir alles abgeben, was uns hindert zu dir. Danke, Jesus, für deine Liebe und für deine Güte. O Herr, ich liebe dich. Amen.